Musikerinnen und Musiker streiken, dann ist das ein doppeltes Signal. Es ist erstmal ein Signal der Stärke, denn über 80% der Kolleginnen und Kollegen in den Klangkörpern, beim Chor sogar 100%, sind bei Unisono organisiert. Oder anders ausgedrückt, ohne die Unisono-Mitglieder wären die WDR-Ensembles nicht nur nicht spielfähig, sie wären praktisch nicht mehr vorhanden. Aber eigentlich ist Unisono oder, wie manche von euch uns noch kennen, die DOV, gar nicht so wild darauf zu streiken. Wir machen eigentlich viel lieber Musik, hat man gerade auch gehört. Und das ist das zweite Signal. Es ist ein Signal aus Wut, Enttäuschung, Sorge und auch ein bisschen Verzweiflung. Denn wie sollen wir alle gemeinsam damit umgehen, wenn unser Arbeitgeber, den ich ja sonst für vieles durchaus schätze, mehr oder weniger deutlich zu verstehen gibt, dass es in Zukunft eben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk keine Gehaltsanpassungen mehr geben kann. Jedenfalls nicht nach oben. Natürlich wissen auch wir, dass die Gesamtsituation schwierig ist. Vermutlich so schwierig wie noch nie. Aber ist denn tatsächlich der einzige Ausweg, dass die Beschäftigten des WDR ab sofort und zukünftig von Gehaltssteigerungen, wie sie rund um uns zu munter vereinbart werden, schlichtweg ausgeschlossen werden? Ist es unanständig von uns, dass auch wir erwarten, mit der Inflation nicht einfach allein klarkommen zu müssen? Und wie steht es dann um die Zukunft unseres Senders im Hinblick auf die Gewinnung qualifizierter junger Kolleginnen und Kollegen? Vor ziemlich genau 31 Jahren, im Mai 1993, ging für mich ein Traum in Erfüllung. Ich gewann das Probespiel beim damaligen Kölner Rundfunkorchester, dem heutigen Funkhausorchester. Zum Funk zu gehen, das war damals und noch bis vor kurzem für viele Musikerinnen und Musiker der absolute Traumjob, wenn man Orchestermusiker oder Chorsänger werden wollte. Und natürlich, so ehrlich muss man sein, waren es nicht nur das besonders hohe musikalische Niveau und die angenehmen Arbeitsbedingungen. Nein, es war natürlich auch die Sicherheit des Arbeitsplatzes und das Geld. Die beiden letzteren Punkte, das muss man leider so festhalten, gelten heute nur noch bedingt. Das Gefühl der Sicherheit macht mit jeder neuen Diskussion um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zunehmend einem Gefühl von Zweifeln und Unsicherheit Platz. Und das Geld, das wir für unsere Arbeit bekommen, ist zwar noch ordentlich, aber viele andere Orchester, zum Beispiel hier in Köln das Gürzenich-Orchester, sind längst dabei, uns zu überholen und abzuhängen. Das führt dazu, dass nicht mehr wie früher Kolleginnen und Kollegen aus diesen Orchestern quasi als Krönung ihrer musikalischen Laufbahn zu uns wechseln, sondern im Gegenteil. Wir verlieren mittlerweile tolle junge Leute, die ihre berufliche Zukunft leider nicht mehr beim Rundfunk sehen. Das mag aktuell noch als Jammern auf hohem Niveau abgetan werden, aber ich liebe unsere Klangkörper, nicht nur mein Funkhausorchester. Und ich möchte, dass diese wunderbaren Ensembles auch in vielen Jahren noch für die Menschen in NRW mit richtig gut gespielter und gesungener Musik das musikalische Gesicht des Westdeutschen Rundfunks sind. Dafür brauchen wir aber weiterhin die besten Kräfte. Und das, denke ich, gilt nicht nur für die Klangkörper, das gilt für den gesamten WDR. Wenn wir freiwillig den Stammtischparolen der Populisten nachgeben und darauf verzichten, für unsere Arbeit angemessen bezahlt zu werden, dann grenzt das für mich an Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Niemand von uns will den WDR finanziell zugrunde richten, wie das jetzt teilweise fast dargestellt wird. Es muss uns gelingen, in fairen Verhandlungen, und zwar echten Verhandlungen mit Forderung und Angebot und Gegenangebot und Gegenforderung, ich meine wirklich verhandeln, in Verhandlungen zu einer für alle tragfähigen und in jeder Hinsicht zukunftsfesten Lösung zu kommen. Dafür steht Unisono und dafür sollten wir alle gemeinsam einstehen und kämpfen. Und jetzt wieder Musik.